Moin Moin Leute, hier ist Jansi und willkommen zurück zu Let's Play One Piece Treasure Cruise. Ja, wer den Stream verpasst hat, dem werden viele Neuerungen hier in der Box auffallen. Und zwar links oben seht ihr Gear Dry Ruffy. So gegen der Mitte, also hier, seht ihr Hina auf Level 25, die haben wir schon mal sogar ein paar Mal öfter bekommen. Und einen voll gelevelten Iron Fist Full Body, das ist der Zwischenboss. Und ja, ich würde mal sagen, wir begegnen uns gleich mal auf die Hina-Extra-Insel trotzdem nochmal, für alle, die den Stream verpasst haben oder die einfach noch nicht da waren, waren's. Und nehmen wir mal natürlich immer den Mihawk drinne. Allein schon, weil die ein blauer Gegner ist. Ist grün immer schon ein Vorteil gegen blau. Und allein deshalb ist das sehr OP. So, Hina ist Shaken, heißt die 15er. Veteranen-Version. Und ja, der Stream ist wie gesagt perfekt verlaufen. Also kann mich nicht besser, könnte nicht besser gewesen sein. Wir waren richtig viele Leute sogar diesmal. Ja. Also richtig nice. Und ja, hoffen wir natürlich, dass es in den nächsten Tagen genauso bleibt. Was haben wir sonst noch so gemacht? Wir haben am Ende noch ein bisschen CSGO gespielt, aber sonst sind wir jetzt außerdem bei der Whiskey Peak. Da werde ich euch gerne noch zeigen. Also wir haben den großen Laboon besiegt. Wie gesagt, wenn ihr das alles nochmal angucken wollt, geht einfach auf twitch.tv/Janusly und da findet ihr das alles. Ja, also, wie gesagt, sehr nice, sehr nice. Hina, und was, ich habe hier ein Gefühl, dass irgendwie die Dropchancen für Hina erhöht werden, wurden. Beziehungsweise für die Miniboss, weil man bekommt echt viel hier auf Veteranen. Und auch die Box Drops, also die Manuals und sowas, also die Aufwertungsbücher für Skill Up. Auch das ist alles viel höher, kommt mir das vor. Und ich denke nicht, dass es ein Placebo-Effekt ist oder so, weil das auch schon viele im Forum gesagt haben, dass das wirklich so ist. Das heißt, jetzt kriegen wir aber keinen Hina-Drop, weil hier die Schatztruhe gedroppt ist. Und ja, also so werden wir das jetzt mal eben durchspielen. Die extra Insel Hina und dann noch eine Stage in Whiskey Peak. So, und dann gucken wir mal, was wir hier bekommen haben. Also ihr seht schon, wir haben hier drei Bücher bekommen. Das ist echt abnormal. Das sind echt abnormal viele Bücher. Normalerweise hast du mit Glück eins bekommen. Also da war noch nicht mal im Run. Und hier, ihr seht, wir sind bei Whiskey Peak und wir haben auch schon, glaube ich, die ersten zwei Stages gemacht. Genau, und jetzt gehen wir auf Stage 3, kostet 9 Stamina und wir gehen damit natürlich mit einem Mihawk wieder hin. Nö, Luke Kissel mit. Und ja, Mr. 3, der wartet auch schon seligst darauf, geabt zu werden. Aber da fehlt, wie gesagt, der lila Pinguin und ich habe das natürlich total verpasst und wusste nicht, dass die Pinguin im Insel am Mittwoch ist, wo der Livestream war. Und habe einfach nicht darauf geachtet, was da gerade die extra Insel war, neben Hina. Das ärgert mich echt am meisten. Das ist echt so heftig, dass, Alter, da habe ich mir auch nur so gedacht, ja super. Ja, also uns fehlt noch dieser eine kleine lila Pinguin. Und dann können wir Mr. 3 upgraden auf die 4-Sterne-Version. Jetzt haben wir ihn gerade auf 3 Sterne. Und dann sollte auch das Team allgemein wieder stärker werden. Es ist halt immer wirklich ein großes Upgrade, wenn man auf die nächsten Sterne geht. So, wir haben auch wieder, ich habe euch auch hier auch ein paar Fragen gestellt. Im Stream, wie zum Beispiel, ist das Upload-Datum von 10 Uhr gut? Also was heißt Datum, Upload-Zeit, halt, ihr wisst, was ich meine. Ja, also das habe ich alles im Stream gestellt, so richtig nice. Die Atmosphäre war auch geil, wirklich, wie gesagt, mit vielen Leuten ist natürlich, geht das viel mehr ab. Und, ja, so gegen CSGO ist das dann eine weniger geworden, aber ist natürlich klar. Aber wir konnten uns da richtig gut unterhalten. Wie gesagt, wer den verpasst hat, dieses Wochenende gibt es wieder einen Livestream. Also von daher
Dieses Wochenende wird das denn wohl laufen. Und dann wird das wieder schön viel aufgenommen. Shakes and Fidgets hat gestartet. Das ist wahrscheinlich so das große. Shakes and Fidgets wieder gestartet. Also, was heißt wieder gestartet? Ist jetzt gestartet. Die erste Folge ist hochgeladen worden. Für alle, die sich das noch nicht angeguckt haben, bitte angucken. Und gucken, ob euch das gefällt. Wie gesagt, wenn es euch nicht gefällt, braucht ihr es natürlich nicht weiter gucken. Aber schaut euch das mal erstmal an. Und meine Güte, ist sie tanky. Wie viel Schaden macht sie denn? Oh ja, das geht noch, aber trotzdem, die ist halt echt voll tanky. Mr. 3 hat diesmal einen Orb. Deshalb werde ich den hier zum Ende einsetzen, super mega gefailt. Ich hätte bis jetzt auch noch keinen wirklich guten Orb auf einen von unseren Top-Magern, Zoro, New York und so weiter. Hab keinen guten gehabt auf Powering Up. Was kannst du? Aha, gibt ihnen anscheinend mehr Schaden, würde ich jetzt mal schätzen. Und der ist aber auch trotzdem, er oder sie trotzdem down. Also ich will jetzt keine Vermutung anstellen, ob es eine er oder eine sie ist. Das lasse ich mal lieber. Sorry, da war mein Mikrofon gemutet, das habe ich auch jetzt erst gecheckt, so. So, ihr könnt jetzt alle in den Chat schreiben, Mike muted, fail. Oh, super, ey. Ja, es droppt eigentlich immer der Pinguin nicht, den man haben will. So ist eigentlich das Prinzip. Es droppt immer nicht der Pinguin, den man will. Also, diese Folge ist wirklich schon viel falsch gelaufen, ey. Das hat der Fail mit dem Muten, ey. Seriously. Egal. Ich will hier einfach nur eine Folge für euch rausbringen, Leute. Aber ich werde die ganze Zeit unterbrochen. Übrigens, für alle, die sich noch für die Gamescom eintragen wollten, die Karten für Samstag sind nur noch bei kölnticket.de oder bei Saturn zu erhalten. Also Samstag ist auf der Webseite schon komplett ausverkauft. Und am Samstag wird dann auch das Fan-Treffen stattfinden. Wie gesagt, ich wollte immer noch gerne das Layout sehen von den Ständen und dann werde ich den Standort festsetzen. So, easy peasy, ist sogar noch eine Schildkröte für uns gedroppt. Sehr nice, sehr nice. Sorry für das Viewen eben und für die kleine Unterbrechung, aber musste sein, musste sein. So, Charakterbock ist voll, das heißt wir gehen Power-Upen und morgen, habt ihr bestimmt schon gesehen, der ist jetzt auch Level 45, aber der muss natürlich noch höher. So. Oh, sogar ein Super Success, 1,5 XP. 47, sehr nice, das ist auch ein gutes Ende für die, ja, für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise im Stream. Jetzt lasse ich mir überlegen, wann ich stream. Ja, wie gesagt, wieder Samstag oder Sonntag. Diesmal würde ich sogar sagen, dass ich Sonntag stream. Ja, also wir sehen uns den Sonntag im Stream, Leute.
Bis dann. Danke fürs Angucken. Wenn ihr schon mal dabei seid, geht mal auf meinem Kanal und guckt euch noch andere Videos an. Wenn ihr schon da seid, lasst gleich ein Abo da. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder einfach mal euren Senf dazu zu geben in den Kommentaren. Guckt mal bei meinen Social Medias vorbei, wenn ihr ein bisschen mehr Informationen über mich bzw. über Neuigkeiten haben wollt. Ich bin Janis Lee und ich wünsche euch einen schönen Tag.